ein Spiel, wie es immer wieder mal vorkommt, wenn man, ich sag mal, zum Beispiel 3-4 Stunden spielt man aufs Tor und macht das da keins, gell? Und das war so ein Spiel, wo man im Prinzip gefühlt 80% Ballkontakt hat, die machen aus 2 Chancen ein Tor und man rennt da das komplette Spiel sogar noch mit Überzahl, wobei mit Überzahl bringt dann auch nichts, wenn die mit 8 Mann in der Drin gestanden haben. Das sind ja die gleichen Spiele, ich glaube, wir hätten noch 2 Stunden weiter gespielt, an dem Tag hätte man das Tor nicht gemacht. So ist das Spiel gelaufen. Und aber man muss auch sagen, dass wir die letzten Wochen zwar im Prinzip fast alles gewonnen haben, aber trotz allem in einige Spiele nicht überzeugt haben. Das Wochenende haben wir eh nichts zu verlieren, das ist auch klar, weil die Turnerschaft ist diesmal das eingedreht, was ich eigentlich schon seit 3 Jahren gesagt habe, dass die aus der Liga, also haben wir oft schon mal selbst darüber gesprochen, dass die einfach aus der Liga raus müssen und dann irgendwann einmal das umsetzen und zumindest mal Leute halten können, die dann nicht unbedingt A1 spielen oder A2 halt dann spielen, Gruppenliga, wo sie irgendwann einmal da raus müssen, weil einfach zwischen Verbandsliga und B-Liga, es geht eigentlich gar nicht. Und das, ich war für mich jetzt jedes Jahr das Favorit-Turnerschaft, weil dann irgendwann packen uns gewisse Leute da zu halten und zu überzeugen, dass der Unterbau ja auch wichtig ist und dass man da aus der Klasse raus muss. Und das haben sie dieses Jahr geschafft. Dieses Jahr sind sie schon, sieht ja die Tabelle, lügt ja in dem Fall nicht, schon so stark, dass man, dass da diesmal mein Favorit zumindest mal gestimmt hat, was die letzten 3 Jahre nicht so war. Aber wir gehen da nicht chancenlos hin, ist auch klar, aber mit dem nötigen Respekt. Momentan haben wir, wie gesagt, auch, haben wir momentan auch ein bisschen Probleme personell, wo wir Leute ersetzen müssen, aber das darf niemals eine Ausrede sein, weil die Leute, die nicht dran sind, können dann in solchen Spielen ja zeigen, dass sie zu Unrecht rausgesessen haben oder entsprechend, wie gesagt, dass sie halt von Anfang an nicht spielen müssen. Das können Sie jetzt halt zeigen. Aber am Sonntag, wie gesagt, fällt die Gaetano Serra noch aus. Oh, was hat er? Er hat eine leichte Verletzung. Und das ist fix oder noch fraglich? Oder fällt auf jeden Fall aus? Wenn man Pech haben, fällt er bis Ende der Runde aus. Oh. Also bis, da haben wir noch 4 Spiele. Also Ende des Jahres meinst du? Ja, sicher. Ja, klar. Das sind, wie gesagt, da kann man ja auch mit reingucken. Adduktoren, das kann 2 bis 4 Wochen dauern. Das steckt man nicht hin, weil das ja eine Stelle in der Muskulatur ist, in der Adduktoren, weiß man selbst, wenn man das früh anfängt, hat man gerade denselben Kram wieder. Und der wird definitiv am Sonntag so und so, aber ich gehe mal von aus, 2-3 Wochen, was der Arzt gesagt hat, fällt auf jeden Fall aus. Er quält sich im Prinzip schon seit, drei Wochen, wo er auch wenig trainieren konnte, wo ich dann einfach sagt, komm, Adduktoren muss man einfach schonen. Aber irgendwann ist die Belastung halt dann doch zu hoch und dann passiert es halt. Man versucht ja da immer da so wichtige Spieler zu schonen, wo es irgendwie geht. Das irgendwie Sonntag macht man, den Schleber hat er ja noch 2 gemacht. Aber man merkt schon, dass da schon Probleme dann aufgetreten sind. Jetzt ist es halt so, dass es dann halt nicht mehr geht. Ich bin halt zum Doktor gegangen, hat das, wie gesagt, angucken lassen. Das bringt ja dann nichts. Das sind ja dann Erfahrungen, wo man dann sagen, wenn man immer wieder so rumreist, hat bei so einer Verletzung, dauert es dann mal 8 Wochen. Und das wird am Sonntag nicht funktionieren. Und das ist natürlich schon für uns ein herber Rückschlag. Da brauchst keinen zu sagen, wenn man die Wertigkeit dann halt sieht. Wie gesagt, müssen andere rein in die Bresche springen, aber was will ich sagen? Ist eigentlich 1-1 überhaupt nicht zu ersetzen, müssen halt dann entsprechend andere im Verbund halt dann das zu kompensieren. Ich sag's mal so, das wird eh kein Spiel sein, wo man 8% auf einen durchspielt, wie am Sonntag. Aber er macht halt auch mal also nichts Tor, gell? Das ist auch klar. Wie erklärst du dir generell die Leistungsschwankungen von in der Saison? Ja gut, wir haben im Prinzip, was man sieht, ist die Chanceauswertung insgesamt. Zwar der Gaetano macht ja so Dinge, aber insgesamt haben wir Spiele, wie jetzt in die Spiele, die wir verloren haben. Jetzt am Wochenende dieses 0-1, das Spiel wird es immer geben, aber das ist, wie gesagt, 80%, 70% Spielanteile macht die Tor nicht. Dann in das Unentschieden, was ganz bitter war, gegen Vitoria Urbrach, ganz klare Chancenverwertung,
sagen wir 1-1 spielt, zweite Halbzeit nur auf ein Tor spielt, 6-7 Hochkaräte liegen lassen. Die einzige Effizienz, die mir sicher immer richtig gezeigt haben, war beim 4-1 in Münster. Die waren besser wie mir. Und haben wir 4-1 gewonnen. Da haben wir aus 5 Chancen 4 gemacht. Und die aus 10 Chancen 1, gell. Also, aber man sieht die Chanceauswertung jetzt in der Breite. Was ich gerade getan hat ja, wie viel Prozent unserer Tore erzielt? Fast die Hälfte. Das sagt eigentlich alles. Und da sind wir einfach hinten dran, was die Chanceauswertung angeht.